You are now like a Niki Lauda, so can you tell us something about the win of Sebastian Vettel in the Formula 1? It's very easy. Sebastian is a very good driver, he's very competitive, and he showed during the whole season that he is the best Formula 1 driver at the moment, and he earned the championship very much. Okay. And what do you think about the next season? Will he win also or not? Next season he will have to confirm the performance that he had shown this season, but the cards will be new mixed, and I think that McLaren will be much more competitive than this season, so we'll see. What about the Ferrari? Ferrari is every time a very good tip, because they had a very strong driver, Fernando Alonso, and also Felipe Massa, but we will see if he maybe changes next year, and maybe we see another driver in the second Ferrari cockpit, so we'll see. Okay, thank you very much. Jetzt sprechen wir mit Gerhard Berger. Was meinen Sie über die Vettel in dieses Jahr? Hier gewonnen die Formel 1 Titel. Sebastian Vettel war ja, sicher das Master Dinger, war sehr kompetitiv, hat gezeigt, dass er das Auto am Grenzbereich perfekt bewegen kann, und hat eigentlich das Rennen, die Weltmeisterschaft, die Meisterschaft verdient gewonnen. Er war von Anfang an vorne dabei und hat gezeigt, dass er im Moment der beste Fahrer in der Formel 1 ist. Okay, und was meinen Sie über die nächsten Jahre? Konnte es Vettel gewinnen oder nicht? Ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr nochmal drei Weltmeistertitel in Folge ist, sicher schwierig. Aber ich muss schauen, dass er die Leistung bestätigen kann, die er heuer gezeigt hat. Aber die Karten werden neu gemischt sein. Es wird natürlich andere starke Fahrer geben. McLaren und Ferrari werden sich natürlich weiterentwickeln, das ist klar. Und man wird schauen, ob Red Bull die Performance, die sie heuer in der Saison gezeigt haben, nochmal bestätigen kann. Okay, danke schön. Sehr gern. Več kot 150 spletnih posvetovalnic, 24 ur na dan. Brezplačni odgovori srčnih zdravnikov. www.med.over.net. Delamo s srcem.